um Eiskunstlauf. Und Sophie Jolin ist die kleine Herausforderin. Und ihre Gegnerin ist Europameisterin, Weltmeisterin und Schweizer Jahrhundertsportlerin. Es ist keine geringere als Denise Bielmann. Ich freue mich auf die beiden. Aber jetzt müssen Sie erstmal Sophie Jolin kennenlernen. Grüezi, ich heiße Sophie Jolin, bin 11 Jahre alt und jetzt zeige ich euch meine Lieblingsstadt. Das klingt gut, aber halt, wo sind wir denn überhaupt? Natürlich in Luzern, in der schönen Märchenstadt in der Schweiz. Ach so, na da bin ich mal auf unsere Stadtführung gespannt. Hier sind wir beim Mühlenplatz. Ich gehe hier gern mit meinen Eltern spazieren. Und ich finde es sehr schön, dass man einen Ausblick auf das Schloss Gütsch hat. Wow, das sieht wirklich märchenhaft aus. Das ist die Kapellbrücke. Die Kapellbrücke ist die älteste Holzbrücke in ganzem Europa. Dahinter ist der Wasserturm. Die zusammen sind ein Wahrzeichen von Luzern. Hier sind wir beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Normalerweise über die Weihnachtszeit ist hier eine Eisfläche für Schlittschuhläufer. Und diese konnte Sophie Jolin sogar mal mit einer Eiskunstlaufshow eröffnen. Aber mein allerliebster Platz ist der. Die große Eisfläche im Eisclub Luzern. Hier trainiert die Elfjährige sechsmal die Woche. Ich liebe Eiskunstlauf, weil man eben verschiedene Sachen ausprobieren kann. Springen, Pirouetten, Elemente. Ihre große Leidenschaft fürs Eis beginnt früh. Ich war das erste Mal mit 3 oder so mit meiner Mutter auf der Eisbahn, einfach als Hobby. Ja, und dann hat sie immer wieder gefragt, können wir noch mal gehen? Und dann habe ich gefolgt, okay, dann gehen wir wieder. Und nachher hat es mir halt gefallen und dann wurde es dann zum Spitzensport. Mit Talent und Disziplin steigert die Schweizerin ihr Können Jahr für Jahr. Mit 8 holt sie sich ihren ersten internationalen Sieg in Berlin, gewinnt letztes Jahr die Schweizer Meisterschaft in ihrer Altersklasse und macht bei der weltberühmten Eiskunstlaufshow Art on Ice mit. Wie gut, dass ihre Eltern sie immer und überall unterstützen. Anfangs trainiert Sophie Jolin sogar mit Mama Ina, die selbst mal Eiskunstläuferin war. Bis 7 Jahre alt ging es noch gut. Und danach war es schwierig, dann wollte sie nicht mehr auf mich hören. Dafür ist jetzt Trainer Patrick Adeo da. In Sachen Leistungssport kennt er sich aus. Schön über links bleiben, gell? Kleine Zehen vorbeiziehen, an dir vorbeigumpen. Wenn Sophie Jolin ihren Willen und ihre Leidenschaft beibehält und ihr Kämpfergeist, dann sehe ich sie auch mal bei einer EMWM oder sogar bei einer Olympiade. Wer weiß, aber auch außerhalb der Halle ist Eis ein großes Thema für die Sechsklässlerin und ihre Freundin. Wenn ich eine Superkraft hätte, dann, dass ich die Sachen einfrieren könnte, zum Beispiel die Straßen oder auch, wo man darauf laufen kann, einfrieren, dann könnte ich überall Schlittschuh laufen. Das wäre dann cool. Solange diese Superkraft aber noch auf sich warten lässt, fährt Sophie Jolin doch lieber auf richtigem Eis. Vorsichtig, Denise. Gegen mich kriegst du kalte Füße. Herzlich willkommen, Sophie Jolin. Grüezi. Herzlich willkommen hier bei uns. Tag. Das sah toll aus. Und das ist gar nicht so einfach auf so einer kleinen Eisfläche, verhältnismäßig kleinen Eisfläche. Na, da bist du ja ganz andere Sachen gewöhnt. Ja, aber es ging gut. War das die berühmte Bielmann-Pirouette, die wir da gerade gesehen haben? Ja. Ja, du bist gut vorbereitet, du fühlst dich wohl?
Sehr. Ja, das freut uns sehr. Und wir sind ganz gespannt auf das Duell, was wir gleich zu sehen bekommen. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr. Aber erstmal wollen wir deine Gegnerin kennenlernen. Die meisten kennen sie ja sowieso. Aber wir wollen natürlich auch noch mal erinnern an diese vielen großen, tollen Erfolge, die sie gefeiert hat. Und nicht übertrieben, dass die Schweizer sie zur Jahrhundertsportlerin der Schweiz gewählt haben. Ja, ehemalige Europameisterin und Weltmeisterin im Eiskunstlauf, uns allen wohlbekannt, Denise Bielmann. Das Eis und sie gehören einfach zusammen, sind ein perfektes Team. Eiskunstlaufstar Denise Bielmann. Denise' Premiere auf dem Eis mit 3. Von da an sind das Schweizer Mädchen und seine Schlittschuhe nur noch schwer zu trennen. Den ersten internationalen Wettkampf gewinnt sie mit 8. Als erste Frau der Welt überhaupt springt sie den dreifachen Lutz. 1981 ist dann das Bielmann-Jahr. Im Februar wird die 18-Jährige Europameisterin in Innsbruck. Nur einen Monat später Weltmeisterin in den USA. Woher hat dieses Mädchen diese Kraft? Das muss er sein, der Weltmeistertitel. Bravo, Denis. Also ich würde sagen, das kann man gar nicht beschreiben. Schönes Gefühl. Ja, sicher. Ein Wettkampfelement ist untrennbar mit Denise Bielmann verbunden. Die von ihr erfundene Pirouette. Technisch höchst anspruchsvoll, gleichzeitig Magie auf dem Eis. Kein Wunder, dass die Schweizer ihre Eiskönigin zur Sportlerin des Jahrhunderts wählen. Auch heute noch ist die 58-Jährige topfit. Täglich steht sie auf dem Eis. Eine der erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen aller Zeiten. Denise Bielmann. Wir sind stolz, dass sie heute bei uns zu Gast ist, aus der Schweiz. Hier ist Denise Bielmann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Denise. Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Wir haben es gerade gesehen. Du bist immer noch auf dem Eis unterwegs. Ja, ich bin immer noch auf dem Eis. Also einerseits für mich habe ich immer noch Auftritte und ich coache auch, also so Nachwuchs-Eisläufer und Spitzenathleten. Deswegen bin ich täglich auf dem Eis. Und da scheint es ja einige zu geben, Nachwuchs-Eisläuferinnen, mögliche zukünftige Spitzenathleten. Ich habe ja eben gerade, wir haben eben gerade im Film gehört, mit 18 Jahren ist Denise dann schon Europameisterin und Weltmeisterin geworden. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Was denn dein Ziel? Was wär das Größte, was du erreichen möchtest? Vierfachsprünge und den Dreifachachsel lernen zu können und die Schweiz gut an der Olympiade anzutreten. Das wäre was. Oder? Das ist ein großes Ziel. Ne? Denise, jetzt ist Talent vielleicht das eine, aber was braucht es dann am Ende? Das ist ja vielleicht auch ein guter Tipp für dich, um wirklich ganz nach oben zu kommen. Also es braucht verschiedene Sachen. Natürlich das Wichtigste ist eigentlich die Leidenschaft und die Freude am Sport, weil sonst kann man nicht jeden Tag so intensiv trainieren. Dann Disziplin, der Wille, wenn mal etwas nicht geht, wieder aufstehen, wiederholen. Mhm. Und auch die Gesundheit natürlich und das ganze Umfeld muss stimmen. Mhm. Ja, aber Freude, Leidenschaft, das Wichtigste. Mhm. Lena, kannst du Schlittschuh laufen? Ja, aber sehr schlecht. Also ich habe dann auch mal mit dem Pinguin angefangen. Kennt ihr die Pinguine? Ja. Also ich habe den größten Respekt von dir, weil du bist jetzt schon eine unfassbare Sportlerin. Danke. Und deswegen Applaus für dich, weil das ist in deinem Alter schon so zielstrebig auch zu sein. Dafür habe ich größten Respekt. Echt cool. Ja. Wir kommen zum Pirouettenduell. Wir gehen hier rüber. So, Sophie Jolien hier. Das Duell, das Pirouettenduell. Sophie Jolien, 11 Jahre, behauptet, ich kann mit einmal Schwung holen in einer Standpirouette mehr Umdrehungen machen als die Schweizer Weltmeisterin Denise Bielmann. Sophie Jolien und Denise müssen abwechselnd auf dem Eis in einer Standpirouette so viele Umdrehungen wie möglich machen. Wer mehr Umdrehungen während einer Pirouette schafft, gewinnt das Duell. Jeder hat 3 Versuche.
So, wir gehen schon mal rüber. Ihr dürft euch schon mal vorbereiten. Also, wir zeigen das mal. Wir haben einen Ausschnitt extra für euch vorbereitet. Also, ich soll es zeigen. Wir haben leider keine Schlittschuhe dabei, aber guckt mal hier. Schaut mal, so sieht das aus. Das ist eine Standpirouette. Und da kann man sich ziemlich oft drehen. Oh Gott. Ja, und die Frage ist, wer schafft das häufiger? Ihr tippt. Ist echt schwierig. Genau, du kannst schon mal aufs Eis. Und ich stelle euch jetzt Marina Kielmann vor, unsere Schiedsrichterin. Internationale und deutsche technische Spezialistin. Selbst dreifache deutsche Meisterin. Ja, und Marina wird das alles natürlich unter Augenschein nehmen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, diese Pirouetten zu zählen. Deswegen wird Marina die Standpirouette etwas verlangsamt abgespielt, sofort vor sich auf dem Monitor sehen. So kann man sie nämlich dann auch exakt zählen. Habt ihr gesetzt? Und wenn ja, wie? Ötzi setzt auf dich. Alle anderen haben auf Denise gesetzt. Zeig sie. Okay? Ja, zeig sie. Alles klar. Dann starten wir unser Pirouettenduell. Und ich sage klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! Und sie wird gleich unglaublich schnell, wie ihr sehen werdet. Das ist die große Kunst. Der zweite Fuß muss immer in der Luft bleiben. Da achten wir natürlich gut drauf. Langsam ausdrehen, das letzte rausholen. Und da war der Fuß unten. Das sah toll aus und wir warten. Marina Kielmann zählt noch. Die können wir hier hinlegen, genau. Das sieht selbst in Zeitlupe noch schnell aus. 58. Ui. 58 Umdrehungen. Gut. Ja. Liebe Denise, dein erster Versuch. Auch dir toi 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 auf los geht's los. Fängt mit einem etwas weiteren Radius an. Wow, guck dir das an. Ah, da war schon ein bisschen Eistanz unten dabei. Aber dafür haben wir ja eine technische Spezialistin. Marina wird sich das genau anschauen und wird natürlich auch sehen, wo es keine Drehungen mehr am Fuß waren, sondern wo es vielleicht dann doch schon kleine Hüpfer waren. Aber lassen wir ihr die Möglichkeit, das zu zählen. 38. 38. Oh, muss ich noch ein bisschen üben. Ja, so, ihr könnt wieder tauschen. Sophie Jolin geht aufs Eis. Wenn du diese ganz schnelle Drehung machst, habe ich das Gefühl, das könnte noch eine Stunde so weitergehen. Aber das muss man dann irgendwann auflösen. Ja, genau. Ja. Ja. Okay. Zweiter Versuch für Sophie Jolin. 'Den Moment. Das sah wieder richtig gut aus. Man hat das Gefühl, du hast 54. 54. Ist Denise Bielmann in der Lage, sich weiter zu steigern? Versuch Nummer 2.
ganz sauber eingedreht. Jetzt wird es unglaublich schnell. Muss den Schwung jetzt natürlich noch behalten. Weiter, weiter, weiter. Ja! Versuch Nummer 2 wird gezählt. Es waren 43. 43. Steigerung zum ersten Versuch. Einen hast du noch. Ja, vielleicht. Man weiß es nie, Sophie Jolien. So, ich bin gespannt, ob du dich vielleicht auch noch mal steigern kannst, Denise. Wir kommen einmal runter vom Eis. Dritter und letzter Versuch für Sophie Jolien. Unglaubliche, diese Grazie, diese Anmut, das ist das, was Eiskunstlaufen so besonders macht. Es sind, Marina? 52. 52. Ja. Damit hast du 3 fantastische Durchgänge mit über 50 Umdrehungen ins Ziel gebracht. Und jetzt ist die Frage. Haut Denise Bielmann im dritten und letzten Versuch noch mal richtig einen raus? Hat sie sich alles für diesen letzten Versuch aufgespart? Es war auf jeden Fall eine sehr lange, schnelle Drehphase, wie ich gesehen habe. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Merkt man eigentlich, dass man irgendwann, ich habe ja immer das Gefühl, es muss einem wahnsinnig schwindelig werden, wenn man sich so schnell dreht. Das ist Übungssache. Ja. Also wenn du das jeden Tag machst, dann wird es dir nicht mehr schwindelig. Aber, ja. Marina, letzter Durchgang ist gezählt. Wird noch mal knapp, es waren 49. 49, aber damit haben wir folgenden Endstand. Sophie Jolien mit 58 Umdrehungen gewinnt das Pirouettenduell. Herzlichen Glückwunsch. Yes. Super gemacht, guck mal da, da sehen wir es noch mal. So toll, ganz sauber. So, auch euch herzlichen Glückwunsch, ja, Ina und Daniel. Und wir schauen auf dein Geschenk. Hier kommt es. Und was verbirgt sich darunter? Sophie Jolien, ich bin mir sicher, dich sehen wir in ein paar Jahren bei den Olympischen Spielen wieder. Und damit du uns auch von deiner weiterführenden Schule nichts verpasst bei all dem Training und immer und überall schön lernen kannst, bekommst du ein tolles Geschenk von uns, deinen ganz eigenen Laptop für zu Hause und unterwegs. Und ich glaube auch in einer sehr coolen Farbe. Ne? Danke sehr. Bitteschön, viel Spaß damit. Ja, alles Gute. Und toi, 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 wir werden uns den Namen auf jeden Fall merken. Und wenn du dann irgendwann bei Olympia ganz oben auf dem Treppchen stehst, dann grüßt du uns aber bei Klein gegen Groß, ne? Ja, sicher. Genau. Ja, Punkte gibt es auch noch für alle, die richtig getippt haben. Ist nur, ist nur der Ötzi. Und er holt auf damit. Sehr gut. Richtig gesetzt. Also, Sie können sich bei uns bewerben, meine Damen und Herren. Vielleicht kennen Sie ein Kind mit einem tollen Talent. Vielleicht ihr Kids, habt ihr selber eine Idee,
Schreibt uns eine Mail aus Deutschland, aus Österreich oder aus der Schweiz an die eingeblendeten Adressen. Und vielleicht sehen wir uns dann demnächst ja schon hier bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Danke, alles Gute an Denise Biermann. Danke, dass du mit dabei warst. Ja, wir sehen uns natürlich später wieder. Wir freuen uns, dass die Schweiz...